Ja, hallo. Heute will ich euch mal das Lightroom bzw. WordPress-Plugin WPLR-Sync anhand von einem praktischen Beispiel zeigen, wie das funktioniert. Und zwar habe ich einen Blog aufgesetzt unter müllereien.de/blog mit verschiedenen Beiträgen. Wo jeweils ein Titelbild und dann einen kurzen Anreißer verlinkt zum jeweiligen Artikel. Jetzt gefällt mir in dem Fall das Titelbild nicht, weil das nicht weiß ist. Also das sollte vor rein weißen Hintergrund sein, aber das ist grau und gibt dann so einen hässlichen Rand. Und hier kommt jetzt das Plugin WPLR Sync zum Einsatz. Die Vorgehensweise ist relativ einfach. Ich habe die sämtlichen Bilder, die zu dem Artikel erscheinen, in Lightroom abgelegt in einer Sammlung. In einem Veröffentlichungsdienst, schauen wir uns in Lightroom an. Ich habe das Plugin installiert und dann erhält man hier einen Veröffentlichungsdienst WPLR Sync. Und hier habe ich verschiedene Ordner angelegt, zu jedem Blogartikel einen Ordner, in dem dann wiederum die Bilder liegen. Jetzt suche ich mir das Titelbild raus, das ist dieses. Kann ich anklicken. Und ich mache es jetzt ganz schnell und einfach per Shortcut. Ich will die weiße Fläche rein weiß haben. Und zwar mache ich das mit dem Korrekturpinsel, Shortcut K, wechsle ins Entwicklungsmodul, ziehe die Belichtung auf voll auf und beginne dann hier zu pinseln. Die grauen Flächen mache ich einfach weiß. Also relativ großer Pinsel mit weichem Rand. Mal das Weiß. Hier weiß. Es geht hauptsächlich natürlich um den Rand, dass der weiß erscheint. Mal ich alles weiß. In die Optionen habe ich angeklickt, automatisch maskieren. Kann man von voll zu voll entscheiden, wie man das macht. Machen wir, ah, das ist sowieso weiß hier oben. Ist okay. Okay, das war's schon. Wechseln wir wieder zurück in die Bibliothek. Jetzt erscheint dieses Bild als erneut zu veröffentlichende, geänderte Fotos. Klicke auf Veröffentlichen. Veröffentlichte Sammlungen werden aktualisiert. Das warten wir ab. Fertig. Und jetzt schauen wir uns das Ganze wieder im Browser an. Das ist das Vorher. Klicke auf Erneut laden. Bep. Das ist nachher. Das ist der einfache Workaround, um die Bilder jederzeit anzupassen. Also ich finde das schon wirklich sehr praktisch. Viel Spaß beim Nachmachen.